Im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herzlich willkommen hier im Garten der Begegnung. Gestern hat es geregnet und gestürmt, aber ordentlich. Morgen wird es regnen und stürmen und wahrscheinlich auch ganz ordentlich. Und heute ist Sonntag. Herzlich willkommen bei Sonnenschein und aufmunternden frischen Temperaturen. Garten der Begegnung. Wie schön, dass Sie hierher gefunden haben in unseren Garten der Begegnung. Wir möchten, dass sich hier Menschen begegnen. Begegnung ist nicht nur einfach Hallo zu sagen. Das ist vielleicht der erste Ansatz einer Begegnung. Begegnung ist, wenn Menschen sich wirklich etwas sagen. Wenn sie wirklich aufeinander zuhören. Wenn sie hören, was der andere zu sagen hat und was ihn bewegt. Und wenn Sie den Mut haben, selbst dem anderen zu sagen, was Sie bewegt, dann entsteht Begegnung. Wir wollen hier natürlich in diesem Garten der Begegnung nicht nur Begegnung unter Menschen haben. Das ist schon toll, wenn das geschieht. Das passiert nämlich heute relativ selten, dass sich Menschen wirklich begegnen. Aber wir wollen auch, dass es zu einer Begegnung mit Gott kommen kann. Dass wir im Gottesdienst ihn selbst unter all diesen Wörtern, die gemacht werden, die gelesen werden, die wir selbst singen in Liedern, dass unter und mit all diesen Wörtern Gott selbst zur Sprache kommt und es zu einer Begegnung mit ihm kommt. Begegnung zwischen Menschen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Ich habe das Gefühl, die Menschen driften zurzeit mal wieder immer stärker auseinander. Die Lager polarisieren sich. Vor allen Dingen natürlich, wenn man nach Amerika sieht in diesen letzten Tagen. Aber ich bin auch der Meinung, das liegt schon seit längerer Zeit in der Luft. Wir polarisieren uns an den verschiedenen Fragen. Und das wird immer deutlicher, diese Polarisierung. Ich sag mal, das ist nicht grundsätzlich was Schlechtes, Polarisierung. Polarisierung kann auch größere Klarheit schaffen. Und dann weiß man, wo man steht und wo man hin möchte. Polarisierung hilft auch zur Klarheit. Aber wir sind natürlich auch besorgt, wenn die Spannung zwischen den Polen immer größer wird und dann nachher gar keine Verständigung mehr möglich ist und nicht mehr miteinander geredet, sondern nur noch übereinander geredet wird. Und im schlimmsten Fall alle Kommunikation abgebrochen wird und ja, dann Zustände leicht auch herrschen können wie in Syrien, wie wir das über Jahre lang erlebt haben. Und nachher hat man so ein Schutt- und Aschenfeld vor sich und weiß gar nicht, warum eigentlich und wer gegen wen. Und niemand hat gewonnen und alle sind Verlierer. Das ist der schlimmste Fall der Polarisierung, der entstehen kann. Und die Gefahr ist immer da. Das ist schon richtig. Deswegen ist das ganz wichtig, dass nicht nur polarisierende Kräfte da sind, sondern dass auch immer wieder Kräfte da sind, die Kommunikation ermöglichen, die unterschiedlichen Pole miteinander ins Gespräch bringen. Es wird Sie nicht wundern, wenn ich sage, das ist eigentlich die klassische Aufgabe der Kirche, das zu tun.
in diese Rolle des Kommunikators zu treten. Das muss nämlich eine Instanz sein, die Vertrauen verdient, der man das abnimmt, was sie sagt. Dann kann die mit beiden Teilen reden, muss dann nicht einfach einen Kompromiss suchen. Das kann auch zur einen oder zur anderen Seite gehen, die Wahrheit. Aber die Wahrheit muss sie suchen, das ist das Wesentliche. Nicht den Kompromiss, sondern die Wahrheit. Und in Kommunikation setzen. Die etwas längere Vorrede heute war, um sie hinzuführen zu Trinitatis. Ist nämlich heute der Sonntag der Trinitatis, heißt die heilige Dreieinigkeit. Ein ganz besonderes Spezialgebiet christlichen Glaubens. Gibt es in anderen Religionen so nicht. Und ich finde das unglaublich faszinierend. Und ich wollte Ihnen gerade zeigen, das hat ganz viel mit unserem Leben zu tun. Die heilige Dreieinigkeit, da sind drei Pole, die aber einig sind und die in Beziehung sind, die aber nicht identisch sind, sondern die in einem spannungsvollen Miteinander sind. Hören wir gleich mehr dazu. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der euch Gemeinschaft untereinander schenkt, sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, was wir gerade gehört haben, ist ein Wort aus dem 2. Korintherbrief. Damit beschließt Paulus seine Worte an die Gemeinde in Korinth. 2. Brief, 13. Kapitel, 13. Vers, der letzte Satz ist das, was er den Korinthern zu sagen hat. Ich weiß nicht, ob Sie virtuell schon dabei gewesen sind in der Sixty-Kirche und wo wir am Pfingstmontag miteinander ökumenisch den Gottesdienst gefeiert haben. Und da habe ich mich schon bezogen auf den 1. Korintherbrief und habe gesagt, der schreibt dieser Gemeinde aus einem bestimmten Anlass. Und der Anlass ist der, dass die furchtbar zerstritten sind dort. Polarisiert bis zum Letzten, die Gemeinde in Korinth. Das muss man sich so vorstellen. Das war halt die junge Christenheit und da waren noch keine heiligen Texte oder Formeln da, an die man sich halten konnte, sondern jeder sagte so, wie er das für richtig hielt und jeder hielt sich selbstverständlich für geistbegabt und deswegen meinte er nun auch, das richtig und entsprechend vernünftig auslegen zu können, die neue Lehre. Und natürlich kam es da zu dem Widerstreit der verschiedenen Positionen. Die einen sagten, Apollon ist der Richtige. Das war wahrscheinlich so ein eher gnostisch angehauchter Christ der ersten Stunde. Die anderen sagten, Petrus, das war eher derjenige, der aus dem Judentum kam und das jüdische Gesetz hochhielt. Die anderen sagten, doch, Paulus ist der Richtige, an den halten wir uns. Und so war man immer weiter dabei, auseinander zu driften und immer unversöhnlicher zu werden. Man aß nachher nicht mehr zusammen, sondern sagte, ihr geht da mal hin und wir machen das hier für uns. Und es war richtig eine Spaltung in der ersten Stunde da. Und das war eine große Gefahr für die Christenheit. Und das war der Grund und der Anlass für Paulus, jetzt zu sagen, was Sache ist. Und in diese gespannte Situation einzugreifen. Er ist tatsächlich so etwas wie ein, ich mag das Wort Mediator nicht so furchtbar gerne, aber er ist vielleicht besser ein Kommunikator. Er bringt die verschiedenen Seiten zueinander und wieder ins Gespräch. Und er macht das auf eine unglaublich intelligente Art und Weise, wie ich finde. Er sagt nämlich nicht, so, jetzt sage ich euch, wo es richtig lang geht, und denn ich weiß es und die anderen wissen es nicht. Und deswegen, ihr Leute von Apollos, kommt mal hier auf meine Seite und wenn nicht, müsst ihr halt gehen, dann habt ihr hier nichts zu suchen. Oder die von Petrus oder sonst was. Er kann die schon scharf kritisieren, aber er macht etwas anderes, gerade als er sich an die Gemeinde in Korinth am Anfang wendet. Er sagt, konzentriert euch auf das Wesentliche, konzentriert euch auf das Fundament, was euch gegeben ist. Das habe doch nicht ich gelegt oder sonst irgendjemand von den Aposteln hätte das gelegt, sondern dieses Fundament ist von Gott selbst gelegt worden. Und dieses Fundament heißt Jesus Christus. Und wenn er von Jesus Christus redet, dann meint Paulus vor allen Dingen ganz zentral Kreuz und Auferstehung. Stellt euch auf diese Glaubenstatsachen, dann habt ihr ein gemeinsames Fundament und dann könnt ihr gerne bauen, wie ihr das für richtig haltet. Dann ist da auch eine Pluralität gegeben, eine Freiheit zu bauen, wie man das eben weiß und am besten kann und wie es den Gaben am besten entspricht. Und dann kann auch jeder so sein eigenes Hüttchen, seine eigene Kirche bauen. Dann darf, ja dann soll sogar Pluralität da sein. Einfach eine bunte Vielfalt, die sich dann nicht ausschließt, sondern die
die sich gegenseitig immer wieder befruchtet. Konzentriert euch auf Jesus Christus. Das ist das, was er den Christen in Korinth zu sagen hat. Und am Ende seines Briefes sagt er dann diesen Satz, der revolutionär ist, den vorher noch nie jemand so gedacht hat. Den Satz, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der die Gemeinschaft unter euch stiftet, sei mit euch allen. Die kannten ja damals nicht die Trinitätslehre, die Lehre vom dreieinigen Gott. Das war ja etwas völlig Neues und die Bibel selbst entfaltet auch keine Trinitätslehre. Das ist dann im 3., 4. Jahrhundert, da kämpft man dann wieder und wir wissen es besser, wie es gewesen ist und so weiter. Aber in der Situation weiß man das noch nicht. Man sagt einfach, wir können von Gott nur reden als dem Schöpfer, dem Vater aller Dinge. Aber wir müssen doch auch gleichzeitig über Jesus Christus reden, sonst würde doch etwas Entscheidendes fehlen. Und ja, der Geist ist es, der uns überhaupt reden lässt und verstehen lässt. Und insofern formulieren sie als erstes Mal so ein Bekenntnis zu einem dreieinigen Gott. Und wie wir es gerade etwas komplizierter dann schon in der Epheser-Lesung gehört haben, wird das dann noch mal ein Stück weiter entfaltet, dass Gott in drei Personen, in drei Formen, in drei Seinsweisen, wie immer man das sagen will, zu verstehen ist oder dass er gar nicht zu verstehen ist. Und liebe Leute, ich verstehe natürlich alle Leute, die Moslems angefangen, aber auch die Juden und auch moderne Menschen, die sagen, nee, also das ist jetzt zu viel. Also an Gott glauben, ja, okay, Schöpfer, ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Jesus Christus, guter Mensch, kann ich mir auch denken. Und Heiliger Geist, ja, so eine Energie, die unter uns ist, auch gut. Aber drei in eins, was denn nun? Kann doch nicht sein, entweder drei oder ein Gott. Entweder ein Gott oder drei Götter. Das kann doch mit der Logik nicht übereinstimmen. Eins und eins und eins sind drei, sagen die dann. Und sagen, das ist die Regel der Mathematik. Und wenn man natürlich denkt, dass Gott sich in Regeln der Mathematik unserer Logik einsperren lässt, dann kommt man an der Stelle auch wirklich nicht weiter. Und dann muss man erleben, dass tatsächlich 1 und 1 und 1 gleich 1 sein kann. Gibt solche Fälle. Albert Einstein hat das dann auch auf einer anderen Ebene gefunden, dass 1 und 1 keineswegs immer 2 sein muss, sondern auch 1 sein kann. Und das christliche Bekenntnis seit der ersten Stunde ist es, 1 und 1 und 1 ist 1, der dreieinige Gott. Und wenn das schwerfällt, das zu verstehen, schadet das ja nichts. Und ich behaupte auch nicht, dass man das wirklich begreifen kann. Aber man kann sich zumindest verstehend diesem Geheimnis Gottes nähern. Ich versuche das einfach mal kurz zu rekonstruieren. Von Gott als dem Schöpfer zu reden, der von der Schöpfung radikal getrennt ist, unterschieden ist, das ist der Geistesblitz, die Erkenntnis des Judentums gewesen. Genial. Uns ist das so selbstverständlich, aber ihr müsst mal überlegen, was uns heute selbstverständlich ist, war den Menschen doch damals nicht selbstverständlich, sondern für die war selbstverständlich, dass die Erde die Mutter Erde ist, dass die ein geschlachteter Gott gewesen ist, der dann aus sich selbst wieder Leben hervorbringt. Für die orientalisch denkenden Menschen war es selbstverständlich, Sonne und Mond als Gottheiten anzubeten. Das waren die Götter. Und wir brauchen uns da auch gar nicht zu mokieren mit unserem modernen Bewusstsein. Wenn wir mal so sehen, was für eine Kraft die Sonne hat, dann ist das schon beeindruckend. Und wenn im Schöpfungsbericht steht, die Sonne regiere über den Tag, dann wird auch deutlich, welche Power damit gemeint ist. Und die auch die Juden sozusagen anerkennen, dass da eine gewaltige Macht ist. Und wenn im Schöpfungsbericht des Weiteren steht, die Erde lasse aufgehen aus sich, dann wird damit auch deutlich gemacht, die Erde ist so ein mitschöpfendes Wesen geradezu, die auch eine hohe Würde zu eigen hat. Und wir lernen das auch gerade so in ökologisch denkenden Zeiten auch wieder neu nachzubuchstabieren. Aber die Juden haben damals ganz klar feststellen können und die Erkenntnis gehabt,
Alles, was wir wahrnehmen können, was wir sinnlich wahrnehmen können, mit unseren fünf Sinnen, das ist nicht Gott, sondern das ist Geschöpf. Das ist Geschaffenes. Das ist Materie, auch geistig bewegte Materie immer wieder, aber das ist Geschaffenes und nicht der Schöpfer selbst. Und das ist eine grundlegende Erkenntnis, die gewonnen ist und die wir mit den Juden und mit den Muslimen natürlich teilen. Das ist eine wunderbare, großartige Erkenntnis, die auch dazu führt, dass wir nichts vergöttlichen, was geschaffen worden ist. So wunderschön es auch sein mag. Auch die Wissenschaft vergöttlichen wir nicht. Auch die ist menschengemacht. Ein guter Teil der Schöpfung. Aber es ist nicht absolut zu setzen. Alles, was geschaffen ist, ist nicht absolut zu setzen, sondern ist relativ, ist Geschaffenes. Das ist die erste großartige Erkenntnis, hinter die man auf gar keinen Fall zurückfallen kann. Und dann kommt aber schon sehr bald rein, ja, wenn Gott so ganz im Jenseits ist, wie kommt er denn dann mit uns überhaupt in Kontakt? Wie tritt er denn in Kommunikation mit uns? Und schon in den ersten Seiten der Genesis ist zu lesen, dass es der Geist Gottes ist, der über den Wassern schwebt, rauscht, braust. Dass der Geist Gottes sozusagen Vermittlung eintritt. Dass er dann die Propheten ergreift und sie zum Sprechen bringt. Damit sozusagen eine Kommunikation über das Wort hergestellt werden kann zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Der unsichtbare, unnahbare Gott will Gemeinschaft mit den Menschen haben und er macht das durch seine Worte. Und wenn das stimmt, was wir bekennen und was wir natürlich felsenfest glauben, dass Gott Liebe ist, dann geht das auch gar nicht anders. Dann hat Gott aus Liebe diese Welt geschaffen, dich und mich dazu, aus Liebe geschaffen. Und wer aus Liebe etwas schafft, der will Gemeinschaft haben mit dem, was er geschaffen hat. Wenn uns das auch schwerfällt zu sagen, was ist eigentlich Liebe? Das eine können wir mit Sicherheit sagen. Liebe ist, sich in Beziehung zu setzen, Beziehung haben zu wollen, Nähe zulassen zu wollen. Eine Liebe aus der Distanz, das geht eine Zeit lang vielleicht, aber nicht auf Dauer. Liebe sucht Nähe und Gott sucht Nähe und er sucht das über sein Volk Israel. Will da so einen Leuchtturm setzen mit diesem Volk, was er eigentlich mit dieser Schöpfung gemeint hat. Und der Leuchtturm leuchtet nicht immer, sondern ist auch ordentlich mal verdüstert. Aber er will mit der Menschheit in Kontakt treten. Über die Propheten, über das Volk Israel und wie immer ihm das möglich ist. Und dann ist auch das wieder durchaus eine logische Konsequenz, dass das nicht einfach nur ein Wort ist, was er spricht, um Nähe herzustellen, sondern dass Gott in diese Schöpfung selbst eingeht. Dass er sich inkarniert, so sagen das die Alten, dass er Fleisch annimmt. Wirkliche Nähe heißt, das Schicksal des Geliebten zu teilen. Wenn Gott Liebe ist, dann heißt diese Liebe auch, den Menschen nahe zu kommen. Und das sagen uns die Evangelisten von der ersten Stunde an. Die einen sagen es so, schon im Leib von Maria hat Gott mit seinem Geist diesen Menschen gezeugt. Der war ganz was anderes. Von der ersten Stunde an brauchte der gar keine Männer zu. Müssen wir damit fertig werden. Hat Gott alleine hingekriegt mit Maria. Andere Evangelisten sehen das anders. Die sagen, bei der Taufe, da kommt der Heilige Geist wie eine Taube herab und verbindet sich mit Jesus und ab dem Zeitpunkt wird er Gottes Sohn. Oder Paulus sagt an einer anderen Stelle, Jesus vom Weib geboren, also ein ganz normaler Mensch gewesen, aber Kraft der Auferstehung, die durch den Heiligen Geist gewirkt ist, wird Jesus zum Sohn Gottes, wird er erhöht. Also die Verbindung zwischen Gott und Menschheit findet dort in der Auferstehung statt. Das Neue Testament sucht und ringt nach Worten, um auszudrücken, da ist etwas ganz Besonderes passiert mit Jesus Christus, mit diesem Menschen, der eben mehr war als Mensch, sondern den wir nur richtig beschreiben, wenn wir ihn als Sohn Gottes bezeichnen, also als einer, der Gott auf eine große Art und Weise nahe gewesen ist, viel näher, als er sonst Menschen nahe ist. Auch wenn wir selbst auch, wie wir gehört haben, gerade ja Söhne und Töchter Gottes heißen sollen und heißen können. Aber bei uns ist das immer gebrochen und gestört. Bei Jesus war das nicht, sondern rein und klar und deutlich. Sohn Gottes, in dem die ganze Gottheit wohnte. So, und jetzt wird die Sache nochmal richtig spannend. Bitte, wenn wir jetzt nicht Kreuz
hätten und Auferstehung, sondern Jesus wäre einfach gen Himmel gefahren, wäre ja auch möglich gewesen. Hätten die Leute damals gar keine Probleme mit gehabt, dass Jesus einfach in den Himmel gefahren wäre. Ne? Hier gewirkt, ein paar Leute gesund gemacht und gute Lehren hinterlassen und dann gesagt, Leute, jetzt macht in meinem Sinne weiter und ich gehe dann mal. Wäre ja gegangen. Also glaubt nicht, dass das sozusagen in dem damaligen Menschen völlig Denken völlig ausgeschlossen wäre, der Menschen. Nein, aber dann kommt das Kreuz. Und das ist natürlich, das durchkreuzt sozusagen alle Pläne. Gott kommt, wohnt unter den Menschen und die Menschen halten diesen Gott nicht aus, sondern schlagen ihn tot, schlagen ihn ans Kreuz. Und jetzt können wir die Polarisierung nicht größer uns denken. Ein Mensch, der am Kreuz hängt, der kann gar nichts mehr. Der kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Der kann vielleicht noch mal mit der Wimper zucken, aber mehr nicht. Der kann nicht mal seinen Körper mehr, ist nicht mehr immer Herr seines Körpers. Das ist in Begriff das Bild der Ohnmacht. Und das wird dem allmächtigen oder überaus mächtigen Gott gegenübergestellt. Weiter gehen die Pole nicht auseinander. Da der ferne, hier der nahe Gott. Hier der strafende Gott auch, dort der leidende Gott am Kreuz. Das geht nicht weiter auseinander. Dort der lebendige Gott und hier der sterbende Gott. Größer ist die Spannung, die Polarisierung nicht zu nehmen. Und Paulus setzt noch einen drauf, der sagt, Jesus ist für uns zum Fluch geworden. Er ist für uns zur Sünde geworden. Verstehen Sie? Das ist das Gegenteil von heilig. Weiter kann man die Spannung zwischen Gott und Jesus nicht ausdrücken als dem Schöpfer Vater Gott auf der einen Seite und dem Sohn, der dort am Kreuz hängt, auf der anderen Seite. Das ist eine Polarität, die nicht überboten werden kann. Und die findet in Gott statt. Das ist das Besondere. Und das Besondere ist, dass es bei dieser Polarität nicht bleibt und die Spannung, die bis zum Bersten ist, nicht zerreißt. Das wäre vielleicht durchaus auch denkbar gewesen. Sondern dass aus dieser unglaublichen Spannung etwas Neues geschieht, nämlich Jesus Christus aufersteht. Das ist damit gesagt, in der Kraft des Geistes auferweckt wird und eine neue Schöpfung beginnt mit Jesus Christus. Das ist gesagt, wenn wir vom dreieinigen Gott reden. Und das ist etwas unglaublich Beeindruckendes, etwas unglaublich Befreiendes und etwas unglaublich Tröstliches, so von Gott reden zu können. Nicht nur von dem erhabenen, weit entfernten Gott. Nicht nur von dem Gott, der nicht zu erfahren ist, sondern der sich verbirgt vor dem Leiden dieser Welt. Sondern von dem Gott, der hineingekommen ist in diese Welt und das Schicksal dieser Welt geteilt hat. Aber es nicht dabei belassen hat, sondern einen neuen Doppelpunkt gesetzt hat, hinter dem es weitergehen wird. Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Eine spannungsvolle Einheit, die voller Leben ist und die für uns selbst auch zur lebendigen Einheit werden kann. Die für uns zeigen kann, was miteinander Leben bedeutet. In Spannung, in Polarisierung, aber immer wieder in der Kommunikation, immer wieder in dem Zusammenfinden und in der Gemeinschaft. Das ist ein wunderbares Bild und ein unglaubliches Hoffnungszeichen für unsere Welt.